Ja. Ja, Servus, ich bin der Simon und das ist wieder eine Folge der United States of Redstone. Und wir wollen heute ein bisschen die Welt verbessern. Ja, wir haben ja das letzte Mal sogar schon angefangen, hier so einige Sachen zu verbessern, auch so Lags zu vermeiden und so. Und ich würde sagen, wir fangen da direkt an, ohne da jetzt eben groß rumzureden. Als erstes möchte ich euch mal zeigen, was ich jetzt ganz la ja, was ich jetzt schon einige Zeit mache. Das hier. Wir haben im Stream ein System entwickelt, dass wir die Items jetzt auch einlagern können. Und dafür habe ich schon eine Schalker Box vorbereitet. Die ist hier. Die Schalker Box stellen wir jetzt einfach mal hier hin von mir aus. Und dann warten wir. Wir können da reinschauen. Da ist schon Bruchstein, Rohgold, Hühnchen, Red Benny und Red Dollar. Das alles kann nämlich jetzt schon in unserer Welt hergestellt werden. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch dann dort ankommt. Ah, die falsche Koordinate. Never mind. Ich habe das eigentlich aus der Deathworld rauskopiert und deswegen kann es sein, dass es. Ah ja, okay. Dass es hier falsch ist. Aber sind Kleinigkeiten. Echt cool, muss ich sagen, was alles geht mit Commands. Das hätte ich mir irgendwie. Wenn ihr so hört Command, dann denkt ihr wahrscheinlich schon an irgendwas Cooles, aber so etwas, das ist echt cool. Darauf bin ich echt stolz und was wir da so gemacht haben in den Streams, das ist auch nochmal wirklich cool, würde ich sagen. Wir haben da wirklich einfach ein komplettes automatisches Lager gebaut. Okay, fertig. Und jetzt können wir hier sehen, ah ja, noch ein Cobblestone. Hühnchen. Hühnchen. Das ist auch richtig. Red Dollar. Red Dollar. Wahrscheinlich Red Benny, genau. Und hier dann das Gold. Okay, jetzt aber. Ich würde sagen, wir resetten das Scoreboard nochmal, damit alles fair ist und alles, naja. Remove Lager. Tada! Jetzt können wir hier draufklicken. Habe ich auch programmiert, dass man hier draufklicken kann und das Ganze resettet sich. In dem Fall kann sich das ganz resetten. Ja, egal. Okay, cool, nicht wahr? Da stehen jetzt was da drin ist und wie viel da drin ist. Das ist schon mal mega. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir das Ganze einmal ein. Denn, wie ihr seht, wir haben hier sehr viel Platz. Wir haben jetzt keine Minecarts mehr, die herumfahren müssen. Das war ja auch das Ziel von dem Ganzen. Da geht auch keine Strecke mehr durch. Deshalb würde ich sagen, machen wir uns ganz schnell auf den Weg zur Bank und programmieren einmal das neue MA-System. Mit den zwei Commands und der Schalker Box, da ist eh nichts drin. Aber wir haben das bisschen verkürzt. Ich glaube, das ist nämlich besser und klüger, wenn wir das so machen. Denn dann kann da kein Stau drüben sein. Auf jeden Fall, ja, das ist schon mal so weit, so gut, dass. Erste, was wir jetzt fertig haben. Das Zulieferungssystem, wir haben es schon angefangen, wir haben es noch nicht fertig gebaut, aber ich glaube, da fehlt jetzt nicht mehr viel. Das können wir praktisch schon so verwenden, wie wir das jetzt schon programmiert haben in unserer Testwelt. Lags sind auch ein großes Thema, vor allem bei einer großen Welt mit vielen großen Sachen. Und deshalb würde ich sagen, ich würde viel sagen, aber wir gehen da mal zu so Kleinigkeiten. Zum Beispiel das hier, das geht nur an, wenn es angehen muss. Das hier aber geht die ganze Zeit an. Jetzt gerade nicht, da ich es ausgeschaltet habe. Die Uhr geht die ganze Zeit, das stimmt auch. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ich habe nämlich hier etwas verbessert. Jetzt haben wir die Kanalisation mit den Kupferblöcken. Mir gefällt das nämlich besser. Schreibt das gerne in die Kommentare, ob ihr das besser oder schlechter findet. Dann zum Kino. So, wir müssen im Endeffekt nur dafür sorgen, dass dieser Block hier ausgetauscht wird, wenn man den Lag-Modus an- bzw. ausschaltet. Ja, wir machen das einfach mit der Clock, denn ansonsten ist das hier nicht geladen und dann wird das einfach so bleiben. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht so einfach. Entweder wir machen da eine große Zeitverzögerung rein. Denn der eine Bereich da drüben, der ist immer geladen. Der wird nie entladen.
Und da ist es egal, wenn da ein Signal ankommt. Aber eben die Stadt ist nicht immer geladen. Und jetzt diesen einen Block zu forcelohnen wäre ja kompletter Blödsinn. Wir haben diese Clock. Wir haben diese. Also diese zwei Clocks funktionieren nur. Drei Clocks funktionieren nur, wenn man den Lag-Modus anschaltet. Die Frage ist aber, wie kann ich das dann wieder ausschalten? Gute Frage. Keine Antwort darauf. Das ist auch etwas, das immer läuft. Da können wir das aber wirklich ändern. Na gut, bye. Man könnte. Ich versuche jetzt etwas. Ich muss es einfach versuchen, denn eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Werden mir die Items gegeben, wenn ich schon da bin oder erst später? Ah, das ist der falsche Modus gewesen. Cool, ich kenne meine eigenen Modi nicht. Yay, das ist eine Möglichkeit. Wir lassen ihn einfach immer wieder despawnen. Ja. Mhm. Ja, mhm. Was ist das hier? Das sind doch die Burgwachen. Warum bekommen die keinen Strom? Was ist da passiert? Da müsste doch Strom reingehen, nicht wahr? Ja. Na gut, also, wir müssen hier eingeben. Hier ist nichts eingegeben. Dann geben wir es hier ein. Und zwar zwei, also wieder die gleichen Koordinaten eigentlich, müssen wir eingeben, damit das der gleiche Block auch ist. Minus 49, ja, minus 49 Redstone Block. Wir müssen da natürlich auch ein Zeichen dazwischen machen. Ja. Dann wird er immer wieder gelöscht. Ne, das machen wir einfach woanders. Und zwar genau mit dem Befehl. Dann speichern wir uns den Befehl von dort drüben, um das auch noch zu ändern. Wir müssen da raus. Oh, wow. Ja. Hier einfach unten ran. Und zwar, jetzt ist er aus. Das heißt, dieser Block, wir machen da einen Set-Block daraus, der muss zu Stone werden. Da kommt einer ran. Warte mal. Ja, doch. Da wieder ein Set-Block, dann geht das besser. Und zwar ein Redstone-Block. Und das war's schon. Das heißt einfach immer, wenn dieser Modus ausgewählt ist, das hier natürlich noch ändern. Immer wenn der ausgewählt ist, dann wird das Ganze. Oh, dann geht der Radio an. Hier sind alle ausgeschaltet. Hier wieder zumachen. Zumachen. Ja. So, wir machen das jetzt deswegen beim Kino, damit auch wenn der Nicht-Lag-Modus eingeschaltet ist und oder der geändert wird, damit da auch das Ganze trotzdem funktioniert. Und zwar hier der Block. Und dann geben wir einfach ein Set-Block. Ja. Das war's schon. Und jetzt füllt er sich einfach automatisch wieder mit. Ja, das war jetzt ziemlich blöd, denn ich habe da eine komplette. Naja, egal. Ich baue das jetzt nicht um. Ja, doch, ich baue das schon um. So, hier spawnt er. Das heißt, ich brauche den Observer. So in etwa. Und dann können wir dann noch so etwas bauen. Fertig. Jetzt wird hier der Redstone-Block gespawnt. Viel einfacher. Okay, genau. Und einmal geht das Ganze. Würde das Ganze hier durchgehen. Der Pfeil würde laufen. Ich glaube, nächste Folge können wir dann auch noch die Uhr ein bisschen verbessern. Ja, da fällt mir schon das ein oder andere auf, wenn ihr das mitgekriegt habt. Wir können die Nacht ja nicht skippen. Das heißt, wir werden jetzt einen Timer einbauen, der einfach zählt und nicht nach Tag oder Nacht geht. Das finde ich gut. Und das werden wir auch so umsetzen. Das war es auf jeden Fall jetzt von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Wenn noch nicht geschehen, dann schreibt wirklich das Kommentar rein, ob euch da die Kanalisation gefällt. Reden kann ich nicht, das ist ja bekannt. Naja, schaut auch jetzt gerne das Video an, wo wir dort drüben die Goldmine gebaut haben. Da haben wir auch angefangen mit dem ME-System und an sich die Mine ist echt cool geworden, was die alles kann. Das seht ihr in diesem Video.